Sanfte Grüße und herzlich willkommen am Wochenende, glaube ich, ne? Samstag müsste jetzt sein, wenn die Folge rauskommt. Ich hoffe, ihr habt gestern Abend gut überlebt. Oder überstanden. Überlebt werdet ihr das schon haben. Und wir machen weiter mit einer weiteren Folge Cities Skylines Nummer 2. So, ich mache erstmal kurz noch ein Wohngebiet. Muss das passen? Müsste passen. Und passt. So, das hier wird erweitert. Oh, ist eine Dreierstraße, stimmt. Das wird erweitert. Ich werde, oder habe nicht vergessen, dass wir natürlich heute das wunderbare Thema Straßenbahn angehen werden. Freue ich mich sogar richtig drauf. Das wird ein Highlight. Ach, oder auch nicht. Mal gucken. So, das können wir hier nicht mehr... Ach, das ist natürlich scheiße, ne? Das können wir leider nicht mehr beeinflussen. Oh, doch, ich komme hier rum. Das ist gut. Oh, doch, da kommen wir sogar wirklich noch rum. Sieht ja kacke aus. Kann man die schöner bauen? Come on. Ja gut, dann ist sie nicht perfekt am Bahnhof. Aber wir haben tatsächlich noch irgendwie so eine Art Kreuzung hinbekommen. Straße setzen. Die dann, ich habe keine Ahnung, vielleicht hier irgendwo endet. Und da können wir auch nochmal Wohngebiete setzen. Und hier hinten an der Schiene können wir ja auch nochmal Wohngebiete setzen. Hier vorne hoch. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive. And try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. You're listening to Second Moon, the epitome of classical listening at home or wherever you roam. We're live, and we're getting reports about a traffic accident somewhere in the city. Road maintenance services have already been dispatched, and traffic flow should return to normal. But if you're planning a quick trip out, you might want to wait a little while until everything clears up. If you're in it, you already know about it. No use reminding you. Meanwhile, ach so, habe ich eigentlich irgendwas überbaut, was Ressourcen betrifft? Industry in the region is on the rise, and when business is doing well, that floats our boat. There's no singing this bug, Glenda. Keine Angst, ich habe es nicht vergessen. Wir machen gleich die Straßenbahn. ich mache hier erstmal ganz kurz noch Farmen. Farmen Elektra. Alter, 2,3 Millionen. Boah, ist das krank. Was fehlt denn? Es fehlt alles. Oh Gott, was war... Unabhängig? Chickens sind unabhängig. Gut, dann machen wir hier Getreidefarm. Getreidefarm braucht ein Dings, ne? Ja. Ja, ich kann nur eine setzen. Ich hab keine Ahnung, wie ich die setze. Wahrscheinlich so. Nee, warte, ich muss immer erst die Dings bauen. Alles andere macht keinen Sinn. So, ich muss ja erstmal eine Straße hier rauskriegen. Nein, keine Einbahnstraße, bitte. So, wenn wir hier erstmal ganz kurz anbinden. So, und jetzt kann ich... Ah ja, alles angeschlossen. Jetzt kann ich hier... Das wunderbare. Geht schon wieder nicht so, wie es will. Oh ne, ich kann ja runter weiter runter gehen.
So, wir nehmen hier so viel wie möglich natürlich mit. Da mal ein bisschen aussparen. Ah, das wird auch nicht gehen, ne? Shit, warte mal. Die müssen wir ganz kurz hier alle ersetzen. Hier hinten nichts. So, können wir das hier nicht einfach komplett vorziehen? Ja, kriegen wir. Perfekt. Nice. Ja, ich könnte die Ecke jetzt hier vorne eigentlich auch noch machen. Oder ich setze. Naja, komm, wir machen die Ecke hier auch noch. Ein bisschen gefummelt leider. Obwohl, das geht sogar. Ja, perfekt. So, dann müssen hier nur noch Leute arbeiten. Aber das können wir noch mal ein bisschen beeinflussen. Ja, mal gucken, ob wir hier hinten dann weitergehen. Aber hier können auch noch mal ein paar Wohnhäuser entstehen. So, wunderbar. Dann sollten hier die, oder sollte die Farm hier auch noch mal richtig Zulauf bekommen. So, Büros werden gebraucht. Aber jetzt machen wir tatsächlich erstmal die Straßenbahn. Oh mein Gott, es wird so scheiße. Es wird so schlimm. Es wird so schlimm. Es wird so schlimm. Okay, also. Große Problem wird sein, ich muss alle Straßen erweitern. Ich könnte One-Way machen. Einfach nur einmal im Kreis. Da gebaut? Nee. Ach nee, warte mal. Ja, am Arsch. Dann wird das hier einspurig. Nee, das geht gar nicht. Hilft nichts. Wir müssen auf dreispurig gehen. Oder ich gehe auf diese Straße hier. Ja, das ist genau die Fuck. Naja, ist egal. Trotzdem eine Richtung fehlen. Wo soll die lang gehen? Also die geht hier lang. Das macht eigentlich am meisten Sinn, auf siebenspurige asymmetrische Straße abzugraden. Macht einfach absolut Sinn. Warte mal, hier ist sie links und hier ist sie rechts, ne? Das ist so kacke. Ich gehe auf eine achtspurige Straße. Ich meine, ich muss eh alles abreißen, ne? Oder ich gehe hier auf eine siebenspurige. Hier würde es ja gehen. Lang muss. Hier, okay, und da ist die Dings schon mal im Weg. Aber bis zum Kreisverkehr würde es nicht gehen. Okay. Scheiße.
Bis hierhin würde es gehen. Oder ich gehe erstmal bis hierhin. Und ziehe dann hier durch mit einer dicken Straße. Ich speichere mir das mal ab. Es kann sein, dass das jetzt hier alles schlimm wird. Also, was auf jeden Fall gemacht werden muss, ist das Upgrade dieser Straße hier. Achtspurig. Und zwar bis hier hinten. Was? Hä? Überlappendes Objekt? Ach, da ist so ein Park, ne? Ja, okay. Keine Ahnung. Ich setze ihn mal kurz in die Walachei. Ist egal. Oh. Jetzt müsste es aber gehen. Zack. So, Upgrade, 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 Upgrade. Büros. Upgrade. Park. Da. Oh, hätte ich sogar noch einen Zahn links setzen können. Kann ich da jetzt noch ein bisschen? Ja. So, Achterstraße. Boah, diese Kreuzung ist so schlimm. Wir upgraden hier gleich direkt auch auf Achterstraße. Das sieht so scheiße aus. Boah, diese Kreuzung. Boah, ist das grauenvoll. Okay, ja, es wird aber alles nachgebaut direkt. Das gefällt mir. Das gefällt mir. So, das gefällt mir nicht. Das wird neu gemacht. Ja, das passt. Nee, eigentlich nicht. So, da kann man alles neu entstehen. So, okay, Viererstraße haben wir. Dann geht's hier runter. Und jetzt muss ich schon überlegen, wie ich es baue. Ich baue hier überall eine fette Viererstraße. Da muss halt diese ganze Infrastruktur mal ganz kurz weichen. Ja, dann passt das hier zwar nicht mehr, aber das ist mir jetzt Banane. Hier können wir übrigens mal ein paar Büros einfach hinsetzen. Ich weiß gar nicht, ja, entstehen sogar schon. So, und jetzt muss ich mir überlegen, wo ich weitergehe. Gehe ich hier durch und mache hier quasi einfach nur einen ersten Ring. Und dann lassen wir das so erstmal, wie es ist. Ja fast problemlos funktionieren, ne? Nein, das geht nicht wegen dem. Klappendes Gebäude. Welches Gebäude überlappt denn hier? Ah, da ist so ein kleiner Scheißpark. Oh. Okay, so. Problem gelöst. Problem gelöst. Wenn wir schon mal hier sind, es ist immer noch nicht möglich, hier... den Eingang? Ich komme da nicht drauf, ne? Ach man, das war im ersten Teil besser. Da konnte man das tatsächlich einfach direkt anschließen. Ach, guck mal.
kleiner Spielplatz, Freiluftpark. So, der Rest, ja, kann sich nicht verändert haben. Muss halt nur gebaut werden, neue. Pending updates to our power grid, the city will be experiencing rolling blackouts. We urge the public to remain calm during these breaks in service and to follow the guidelines on the city's website on how to plan for these temporary events. Temporary events. This has been a local public service announcement. Okay. Recent spikes in demand have led to temporary local shortages in the city's fresh water supply. The public should be aware that we are struggling to get the situation in hand. This has been a local public service announcement. How delightful! Another letter from our erstwhile listener. What's up, honey? Me and my sister love you. Oh, that's nice. Y'all got clarinets and violins, but you got something most music these days ain't. Oh, let me guess. Lineage traced back to the great Haydn himself? Hmm? Let's see here. Y'all got soul. Oh, yeah. A raison d'être. Boah, die Frage ist, werden die. My sister say, ja, okay, die werden übernommen. Got more funk in his pinky. Hm. Boah, und das hier ist jetzt. Das hier ist die schlimmste Ecke. That's classical. Yes, indeed. That must be most exacerbating. Classical music has been known since the time of the early explorers. Funk, by contrast, is an entirely modern conceit, and you'll find none of that here. Funk, as they say, is for the layperson. Now, let's hear another one of those. Nee, das darf ich, glaube ich, nicht machen, weil da sind die fetten Wohngebiete, die einfachen Wohngebiete. Ja, seht ihr, das wird dann hier nämlich schon schlimm. Seems like everyone is in a hurry. Katastrophal, das muss alles weg. Da kümmern wir uns aber gleich drum. Jetzt machen wir erstmal die Straße fertig. Oh, I don't know. I'd rather wait an hour in traffic than to have to start thinking about everything all the time. Besides, if I did that, I'd never get anywhere. We're live and we're getting reports about a traffic accident somewhere in the city. Road maintenance services have already been dispatched and traffic flow should return to normal. But if you're planning a quick trip out, you might want to wait a little while until everything clears up. If you're in it, you already know about it. Warte mal, ich muss das hier woanders hinpacken. Meanwhile, expect delays and drive safe. Jetzt, wenn ich das hier hinsetze noch. So, das sollte passen. Das, das kann ich nicht umändern, ne? Ach, scheiße. Ich will das umändern. Ich will, oder ich will nur dieses Gebäude abreißen. Das ist halt alles eine Grundschule. Oh, ist das scheiße. Ich brauche eh Grundschulen, oder? Nee. Ich versuche die mal hin und her zu schieben. Kostet jetzt ein bisschen Geld? Boah, ich hoffe, die passt da hinten jetzt hin. Nein, die passt nicht hin. Doch, da passt sie hin. Gut, müssen wir ein bisschen ändern. So, und da kommt die Bibliothek jetzt hier ran. Oder da in die Mitte, ist auch egal. So, dann haben wir jetzt hier vorne deutlich mehr Platz. Ach, das ist hier so ein Sondergebäude, ne? Ja, keine Ahnung. Geht das erstmal dahin? Hier kann auch nochmal ein bisschen Gewerbe hin. So, die Dinger reißen wir gleich ab. Alles gut. Warte mal, da oben kommt noch ein bisschen Gewerbe. So, jetzt müsste ich erstmal alles soweit haben. Jetzt brauche ich die Straßenbahndepot und das passt perfekt hier rein. Wunderbar. Großartig. Ah, perfekt. Da haben wir schon mal ein Problem weniger. Ja, super, 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 super. Gut. Schlimmster Teil erstmal geschafft.
Ich überlege gerade, was wichtiger ist, rein oder raus? Und wenn ich das weiterziehe, ist da hinten genau das andersrum. Also, ich brauche hier auf jeden Fall die. Scheiße, was ist denn, ich doppelt mache? Habe ich auch nur Dreier nur. Ja, komm, wir machen eine doppelte. Ist das jetzt angeschlossen? Ja. Jetzt haben wir erstmal überall drei Spuren. 45 km/h nur. Okay. Nein, es fehlt an Bussen. Ah, das ist doch scheiße. Okay, ich muss noch ein neues Busdepot bauen. Kann ich ihn nicht hier an den Rand bauen? Scheiße. Oh, das ist doch kacke. Okay, ich muss mir was anderes überlegen. Die am Rand haben und nicht außen, in der Mitte. Das ist doch kacke. Wieso geht ihr das nicht nach außen jetzt? Oh. Oh, das macht mich fertig. Fertig. So, habe ich jetzt eine Verbindung. Also, eine Verbindung habe ich auf jeden Fall. Wird das dann noch eine Spur weniger? Warte mal, wir testen das mal. Hier gibt es einfach nur keinen Gehweg. Okay. Jetzt die Haltestelle. Ach, da. Okay. That's all, ja. Na gut. Dann machen wir es so. Dann setzen wir hier überall. Nein, willst du mich verarschen? Wieso ist denn das jetzt hier am Rand? Nein, wer hat denn diese Strecke hier gebaut? Oh Mann. Wer ist denn hier durchgegangen? Was ist denn das für eine Scheiße? Dazu, dass ich überall Ecken bauen kann. So, jetzt müsste es aber alles passen, ne? Aber diese lila Pfeile sieht man halt auch überhaupt gar nicht. So schlimm. So, Gott. Hier alle paar Ecken irgendwo was gebaut. Hier muss auf jeden Fall einer hin. Kann ich von hier aus eigentlich starten? Nee. Geht nicht. Kann ich...
reiß mal die hier nochmal ab. Eh nur ein Schild. Oh, treffe ich den Pixel? Da ist er. Da ist er. Oh, wunderbar. Oh ja, okay. Also ich bin überhaupt gar nicht zufrieden mit dem, was hier gerade passiert. Ich hätte das wirklich viel, viel lieber am Rand gebaut. Warum kann ich denn nicht am Rand bauen? So, keine Ahnung. Erstmal rot wieder. Wieso kann ich nicht am Rand bauen? Können wir hier noch ein Busdepot reinsetzen? Schön. So, jetzt haben wir erstmal wieder mehr als genug Busse. So, da, ja, sind die Dinger schon wieder abgerissen. Boah, keine Ahnung welches. Ah, war sogar das Richtige. Das ist schlimm. Jetzt zwangsläufig Ampeln. Oh, hier brauche ich tatsächlich eine. Krass. Oh ne, jetzt sag mir nicht, dass hier überall, wo die Dinger sind, Ampeln stehen. Ach du heilige Scheiße. Also, ja, okay, hier brauche ich eine Ampel. Das geht nicht. Ich finde es hier tatsächlich ein bisschen übertrieben, auf Ampeln zu setzen. Ich mache hier mal erstmal ohne Ampeln. Wobei, hier haben wir einen Fußgängerweg. Hier die Dingsstraße, da können wir ruhig mal Ampeln setzen. Gibt da auch. Hier nicht. Das ist Quark. Ja, hier brauchen wir eine Ampel, hier brauchen wir keinen. Doch, hier brauchen wir auch eine Ampel. Ich probiere es mal hier ohne, das könnte aber auch schlimm werden. Da ist Quatsch. Ja, hier bräuchte ich definitiv eine Ampel. Hier versuche ich es mal ohne. Hier. Hallo? Hallo? Okay, keine Ahnung, die geht nicht weg. Und hier brauche ich definitiv auch eine. Hier habe ich gar keinen Anschluss. Doch, jetzt, guck mal, jetzt geht's auch ohne. Alter, okay, hier warten natürlich super viele Menschen. This is Second Moon Radio, classical for the modern age. Unlike most modern music, classical has always been penned by someone sitting in front of a sheet of blank paper, using only their imaginations as guides, through a silent audio masterpiece. Krass. Now, 103 Passagiere? Welche ist denn das? Ah, Alter. But let us not tarry. On to the next episode. And on to our main feature story.
The commercial district is booming. Prinzipies, moderne Büro, ja. High-end stores, bringing the latest in luxury to our neighborhood. You can now shop for designer shoes. Kriminalitäts, Wohlbefinden, wahrscheinlich könnten wir jetzt Abschlüsse, Interesse. Warte mal, das können wir hier hinten reinbauen. Good for business and good for the community. Thanks, Jim. We'll be back. Industry in the region is on the rise, and when business is doing well, that floats our boat. There's no sinking this boat, Glenda. Oh, perfekt, das passt hier rein. Yeah, great. Sehr schön. Ja, ich glaube nicht, dass da hinten noch was entsteht, ne? Kleinstadt. So, damit haben wir schon wieder Stufe 10 erreicht, also da, wo quasi neue Sachen dazukommen. Der Rest dann wieder über DLCs. Wie schon bekannt. So. Okay, wir haben erstmal die Anbindung oder die Einbindung einer Straßenbahn geschafft. Ich bin tatsächlich sehr zufrieden damit, wie es aussieht. Und ich glaube, dass diese Straßenbahn uns einiges an Personen oder an Fahrzeugen abnehmen wird. Also wenn ich mir die Zahl mal angucke, ich glaube auch übrigens, dass diese drei Straßenbahnen, die ich jetzt hier gerade habe, nicht im Ansatz ausreichen werden. Hier zum Beispiel, ist das das mit dem Parkhaus? Ja, 169 Leute warten hier. Also ich glaube mal, dass wir hier auch mal ganz entspannt schon mal auf 4 hochgehen können. Weil diese Straßenbahn ist glaube ich auch schon randvoll, ne? Man sieht es jetzt gerade gar nicht. Ja, hier sind schon mal 175 Personen drin. Und die kommt jetzt erst zu den fetten Stationen. Ja, die hat sich gelohnt hier schon mal. Das wird schön. Ja, okay. Parkhaus wird nicht ganz benutzt, aber okay. Okay, also da bis morgen erstmal und dann werden wir weitermachen. Wir haben hier noch irgendein... Was ist denn neu? Achso, ja, okay. Die andere Variante, also die europäische Variante. Oh, stimmt, wir haben jetzt auch die High-Level-Gebäude. Also Büros, nicht Gebäude. Können wir auch mal vielleicht demnächst setzen. Wir haben zwar keine Nachfrage gerade, aber wir müssen sowieso jetzt nochmal dicke, dicke Wohngebiete bauen. Und das würde ich sagen, machen wir dann in diesem Bereich einmal komplett neu. Gut, dann vielen Dank und bis morgen zur nächsten Folge Cities Skylines 2. Schönen Samstag euch, adieu.